Herzlich willkommen zur Siegerehrung unseres diesjährigen Wettbewerbes Bund Stadt Blau. Es sind besondere Zeiten und besondere Zeiten erfordern kreative Lösungen und deshalb findet dieses Mal die Siegerehrung zum ersten Mal digital statt. Ich freue mich ganz besonders, dass mehr als 6000 Jugendliche auch in diesem Jahr an unserem Wettbewerb teilgenommen haben und dafür schon einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die Jury hat sich sehr intensiv mit diesen Beiträgen befasst und es ist uns alles andere als leicht gefallen. Deshalb freue ich mich nun, dass die Mitglieder unserer Bundesjury Ihnen jetzt die Preisträger vorstellen werden. Wir haben drei Hauptpreise und dazu kommen zwei Sonderpreise, nämlich der Sonderpreis für junge Künstler und der Sonderpreis für das beste Instagram-Bild. Und jetzt beginnt die Jury mit der Preisverleihung. Oh mein Gott, die wichtigste Wahl des Jahres ist endlich entschieden und ich habe die Ehre, die Siegerin für den besten Beitrag via Instagram für Bund Stadt Blau präsentieren zu dürfen. Und zwar ist es Lilly Meyer aus Ludwigsburg. Herzlichen Glückwunsch, Lilly. Ich finde dein Bild super cool, weil ich finde, dass es sehr viel Musik ausstrahlt, sehr viel Seele hat. Und eigentlich könnte das auch so ein super gutes Single-Cover sein oder ein Cover für ein Vinyl. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du es geworden bist. Ich hoffe, du freust dich auch über deinen Sieg. Und hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder zu besseren Zeiten für uns alle. Peace. Wir kommen jetzt zum Sonderpreis für junge Künstler. Dieser Preis geht in diesem Jahr nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt nach Bergheim bei Köln. Die Preisträgerin ist Sophie Berner. Sophie hat ein tolles Bild gemalt, das in einem Weinglas eine Welt zeigt, die auf den Kopf steht. Alkohol kippt alles auf die falsche Seite. Ein tolles Motiv. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sophie, zu diesem Sonderpreis. Die Bronzemedaille, der dritte Preis, geht dieses Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern. Herzlichen Glückwunsch, liebe Neda Kunitz. Ein ganz, ganz tolles Bild. Knallebunt, so soll es ja sein bei Bund Stadt Blau. Und trotzdem die negativen Konsequenzen des Alkoholkonsums aufgezeigt. Super gemacht, zu Recht ein Platz auf dem Treppchen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrte Damen und Herren, zweite Bundessiegerin im Wettbewerb Bund Stadt Blau ist Frieda Sigusch aus Thüringen. Herzlichen Glückwunsch nach Stadtroda. Wenn man sich das Bild ansieht, wird sehr schnell deutlich, warum es in diesem Wettbewerb so weit vorn gelandet ist. Es besticht nach meiner Meinung mit einer unglaublichen Intensität und einer sehr, sehr einmaligen Ausdrucksstärke, die für mich persönlich besonders in den Augen der Protagonistin deutlich wird. Das Thema des Plakatwettbewerbs wurde mit viel Gefühl, ja, und ich würde schon sagen, fast schon Liebe zum Detail umgesetzt. Nochmals einen herzlichen Glückwunsch an die zweite Bundessiegerin, an Frieda Sigusch. Und jetzt kommen wir zum absoluten Höhepunkt. Wer hat unter mehr als 6000 Teilnehmern, unter 16 Landessiegern den ersten Platz gemacht? Die Gewinnerin kommt aus der Hessischen Bergstraße. Es ist Janine Ahlemeier mit einem Bild, das eine Kombination aus Collage und Gemälde darstellt und das die Jury im wahrsten Sinne des Wortes fasziniert hat. Liebe Janine, herzlichen Glückwunsch zu diesem hervorragenden ersten Platz und zum Gewinn des Wettbewerbs Bund Stadt Blau im Jahr 2020. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer diesjährigen Siegerehrung des Wettbewerbes Bund Stadt Blau. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie der Jury, bei der ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken möchte, bei der Drogen- und Suchtbeauftragten der Bundesregierung Frau Ludwig, beim IFT Nord, vertreten durch Herrn Hanewinkel und natürlich bei Emre Kavas.
Ja, und ganz, ganz herzliches Dankeschön natürlich auch an die über 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjährigen Wettbewerb, verbunden mit einer Aufforderung. Wenn es Ihnen Freude gemacht hat, dann sind Sie hoffentlich auch nächstes Jahr wieder dabei, wenn wir im Februar Bundstadt Blau 2021 starten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel und vor allen Dingen passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.